Mein Name ist Flo Bauer. Ich reise durch Deutschland, um über Organspende zu sprechen. Von Mensch zu Mensch. Wir sind heute in Berlin und zwar direkt vom Reichstag und treffen ein Mitglied des Bundestages, nämlich Jens Spahn, den gesundheitspolitischen Sprecher der CDU-CSU. Und mit dem werde ich mich über Organspende unterhalten. Jens, du bist mit 17 in die Politik gekommen. Das ist eigentlich ein Alter, wo viele Jugendliche vielleicht jetzt nicht so unbedingt sich damit beschäftigen. Wie kam es denn bei dir dazu? Das war eigentlich mein Hobby. Also so wie andere zum Fußballspielen gegangen sind, jeden zweiten Abend haben wir Politik gemacht mit Freunden. Also es hat auch Spaß gemacht, ganz einfach. Und wir hatten Erfolg daheim in meiner Heimatstadt in Aarhus. Wir haben ein Jugendcafé durchgesetzt, zum Beispiel, das neu gebaut worden ist als offenes Angebot. Und ich hatte dann die Chance, im Laufe meines Lebens aus meinem Hobby meinen Beruf zu machen. Wie kamst du zur CDU? Also es war mehr so ein Bauchgefühl. Also ich wusste irgendwie mit 15, 16, ich würde mich gerne engagieren. Und ich wusste irgendwie vom Bauch her sicher, welche Parteien nicht. Und CDU dachte ich, probierst du mal, schaust du dir mal an und habe es bis heute nicht einmal bereut. Inwiefern haben die christlichen Werte, die es auch in eurer Partei eine Rolle spielen, was mit dem Thema Organspende für dich zu tun? Also das ist für mich eine Form der Nächstenliebe, weil ich da jemandem sehr konkret ja in einer lebensbedrohlichen Situationen helfen kann. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass es jeder aus eigener Überzeugung tun muss. Also was ich nicht wollen würde, wäre eine Pflicht zur Organspende. Jeder hat, finde ich, die moralische Pflicht, darüber nachzudenken, ob er Organspender sein möchte oder nicht. Aber jeder kann auch für sich zu dem Ergebnis kommen, ja oder nein. Aber ich finde jedenfalls, wir sollten schon aus Nächstenliebe gründen, zumindest mal darüber nachdenken, weil viele schieben das Thema ja immer weg. Jetzt wurde das Gesetz, das Transplantationsgesetz, gerade reformiert. Wie siehst du das? Bist du damit zufrieden oder findest du das eher so eine Kompromisslösung? Es ist ein Kompromiss, klar, aber deswegen ist es eine gute Lösung, weil es ein sehr breiter Kompromiss im Deutschen Bundestag ist, von allen Parteien im Grunde mitgetragen. Und das macht eben deutlich, uns ist dieses Thema sehr, sehr wichtig als Deutscher Bundestag. Jeden Tag sterben in Deutschland 3 Menschen, weil sie auf ein Organ warten, das eben nicht gekommen ist. 12.000 warten im Moment. Und da finde ich es ein wichtiges Signal, dass der Deutsche Bundestag sagt, da stehen wir gemeinsam, da wollen wir gemeinsam was tun, dass die Menschen mehr informiert werden, dass es mehr Aufklärung gibt und dass wir auch die Abläufe so gestalten in den Krankenhäusern, dass es mehr Organspender gibt. Siehst du denn die Krankenkassen allgemein noch mehr in der Pflicht, da was zu machen? Die Krankenkassen müssen mehr informieren. Sie werden in Zukunft jeden anschreiben und ihn informieren über die Organspende und auch fragen, ob er sich entscheiden möchte, für oder gegen die Organspende. Das ist natürlich jedem überlassen. Was ich mir hoffe, ist, dass damit die Diskussion sozusagen am Frühstückstisch ankommt. Also wenn jeder in der Familie Post kriegt, wird es sicherlich so sein, dass man auch einfach mal drüber redet. Beim Frühstück, beim Abendessen, vorm Fernseher und sich Gedanken macht, die man sich sonst vielleicht nicht gemacht hätte, auch ob man damit jemandem helfen kann. Glaubst du denn, dass es funktioniert, dass wenn man diese Post bekommt, dass der größte Teil die wirklich liest und drauf eingeht und sich Gedanken macht? Oder dass vielleicht der ein oder andere, vielleicht auch Jüngere, sagt so, Post von der Krankenkasse, ab in den Müll? Also wenn sich allein in Deutschland jeder Dritte oder Vierte, der die Post bekommt, wirklich damit auseinandersetzt und eine Entscheidung für sich trifft, hätten wir schon deutlich mehr, als wir heute haben, die den Organspendeausweis ausgefüllt haben. Und das ist ja was wir kontinuierlich alle paar Jahre wieder machen wollen, auch die Informationen geben wollen, sodass dann nach und nach ein immer größerer Teil sich entscheidet. Jeden werden wir nie erreichen. Es gibt auch ein Recht darauf, sich nicht damit zu beschäftigen. Wer es in den Müll wirft, wirft es in den Müll. Aber ich glaube, wir werden deutlich mehr erreichen, als wir heute erreichen. Wie wurdest du denn auf das Thema Organspende aufmerksam? War das ein persönlicher Zugang oder kam das über die politische Arbeit? Das kam eigentlich zum ersten Mal tatsächlich in der Schule, wo wir dann Informationen hatten und diese kleinen Ausweise verteilt wurden. Ich habe allerdings damals keinen ausgefüllt. Ich habe sogar fast 10 Jahre lang unausgefüllt einen mit mir rumgetragen und mich dann vor 2 Jahren entschlossen, den tatsächlich mal auszufüllen. Also zum ersten Mal im Privat durch Informationen und dann natürlich durch die Politik. Die Techniker-Krankenkasse und BZGA und ich haben jetzt zusammen eine DVD auch gemacht für die Schulen. Die heißt Organspende macht Schule.
Findest du, dass das Thema Organspende auf den Lehrplan sollte? Also ich finde, wir dürfen Schulen nicht überfrachten. Immer wenn irgendwo ein Problem ist, bei Ernährung oder bei Verkehrssicherheit oder jetzt bei Gesundheit oder so, sagt jeder sofort, muss in die Schule. Ich glaube nicht, dass man jetzt alle Themen in der Schule abschließend lösen kann. Schadet sicherlich nicht bei Religion zum Beispiel, wenn man ja Gedanken sich macht über Leben und Sterben auch, so ein Thema mal mit anzusprechen. Ich fände es sehr wichtig, und da kämpfe ich für nochmal, dass wir bei den Erste-Hilfe-Kursen, weil da hast du die Leute ja auch so, wenn sie sich gerade auch zum ersten Mal als Autofahrer oder Motorradfahrer auf dem Weg ins Verkehrsgetümmel machen, dass man da das Thema nochmal mit anspricht und informiert. Das finde ich ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit. Du bist ja auch sehr viel im Internet unterwegs, also du hast einen Blog, hast eine Facebook-Seite. Siehst du denn Social Media auch als guten Transporteur für das Thema Organspenden? Klar, wir sollten jeden Weg nutzen, die Informationen weiterzutragen und über Social Media, über Facebook, Twitter, Internet generell erreiche ich natürlich im Zweifel auch nochmal die Jüngeren besser. Gerade wenn ich 18 bin oder 20, ist ja für mich so ein Thema wie Organspende ganz, ganz weit weg. Wenn wir davon ausgehen, es gibt keine politischen Grenzen, keine finanziellen Grenzen und du hättest jetzt die Möglichkeit, was für das Thema zu bewegen, was wäre das? Für die Organspende? Mhm. Ich finde, wir sind da eigentlich ein ganz gut. Ich würde mehr Geld stecken noch in die Information. Also ich finde, wir müssen es eigentlich hinbekommen, dass parallel zu der Zeit, wo jeder den Brief bekommt, es im Fernsehen Spots gibt, wie man sie etwa aus der Aufklärung HIV/AIDS kennt, die auch mal ein bisschen pfiffig sind und nicht so 0815. Und da könnte man sicherlich noch mehr Geld in die Hand nehmen, wenn man es denn hätte. So, das war auf jeden Fall ein sehr nettes und persönliches Gespräch mit Jens. Cool, dass er sich an so einem Tag, wo er so viel zu tun hat, auch so viel Zeit für uns genommen hat. Und es war auf jeden Fall schön zu hören, auch von einem Vertreter der CDU, dass sich bei dem Thema Organspende und der Reform die Parteien fraktionsübergreifend einig waren, dass was gemacht werden muss und es wirklich auch gemacht haben.